du? Bella. Hast du was Schönes geträumt? Dass du zu mir zurückgekommen bist. Dass ich dich verlassen habe, das war der größte Fehler meines Lebens. Nach dem Seitensprung war ich einfach komplett durcheinander. Dabei hatte der Sex gar nichts zu bedeuten. Du hast gesagt, dass du nicht mehr weißt, ob du mich noch liebst. Das ist doch Quatsch. Ich will den Rest meines Lebens mit dir verbringen. Ich liebe dich. Kannst du mir noch mal verzeihen? E-Mail ja geschrieben, dass du kein Problem damit hast, mit drei Typen zusammenzuziehen. Und dass du, Sorry, kam ich früher raus. Ja, das ist einer davon, das ist Sascha. Ab wann wäre das Zimmer denn frei? In der Anzeige hatten wir ja geschrieben, ab Monatsanfang, aber... Boah, weiß jemand, wo das Putzzeug ist? Also theoretisch ging es ab sofort und falls du noch streichen willst. Hey, im Bad ist nichts. Leg das unter der Spüle. Andi, kannst du das Putzen vielleicht mal kurz sein lassen? Wir haben Besuch. Ja, wenn ihr nicht in meine Kotzlache im Bad laufen wollt, dann soll ich das jetzt mal erledigen. Hör auf zu saufen, das bringt die Frau auch nicht zurück. Woher willst du das denn wissen? Vielleicht habe ich auch noch nicht genug getrunken. Ich probiere es jetzt jeden Tag. Vielleicht geht's mir dann besser. Außerdem sagt das ja gerade der Richtige. Du schläfst jeden Abend eine andere ab. Ist auch nicht übel. Ich bin Andi und du? Das ist Anna. Und Anna hat bestimmt ein paar nette Freundinnen. Magst du mir deine Nummer mal da lassen? Das ist vielleicht doch nicht das Richtige für mich. Hey, Anna, warte doch mal. Nein, warte. Ich kann dir auch meine Telefonnummer aufschreiben und dann... Die war eh zu zickig. Die war nicht zickig, die war ziemlich cool. Eigentlich wollte sie hier einziehen, aber die Betonung liegt jetzt auf eigentlich. Sorry. Ein Vorschlag. Ich mache einen Aushang im Boxclub, dann haben wir relativ schnell wieder einen Mitbewohner. Und die sind nicht so zickig. Vergiss es, ich möchte eine schöne, ordentliche Frau, die hier hilft, sauber zu halten. Das kriegt ihr alleine ja nicht hin. Und trink ruhig, ich habe keinen Durst. Der letzte Schnaps war bestimmt schlecht. Wollen wir lieber verschieben? Auf gar keinen Fall. Ich habe mir extra den Rest des Tages freigenommen, obwohl ich schon Stress mit den Lahnsteins habe. Ja, aber guck dir doch mal Andi an. Ella hat gestern erst Schluss mit ihm gemacht. Ja, das ist scheiße. Aber seitdem Dana und Jessica ausgezogen sind, teilen wir uns die Miete. Und ich kann mir das nicht mehr lange leisten. Ich habe ja auch nicht gesagt, dass wir alles absagen. Ich habe nur gefragt, ob wir es verschieben Leute, wollen. Leute, jetzt hört mal bei alle auf. Wir ziehen das durch. Sicher, dass du das packst? Ich bin keine 12 mehr. Nee, aber du bist sensibel. Und du hast Liebeskummer. Und der ist hart, egal wie alt man ist, Andreas. Ich kann damit umgehen. Ja, es ist nicht das erste Mal, dass mich eine Frau verlassen hat. Und es wird auch nicht das letzte Mal sein. Ihr Carsten. Hey, Olli. Mit den Flyern klappt gut. Scham scheint auch noch zu funktionieren. Cool, das freut mich. Komm, ein bisschen mehr Begeisterung. Ich gebe mir gerade alle Mühe, nach vorne zu gucken. Cool. Willst du vielleicht trotzdem hoch und schon mal das Casting vorbereiten? Und was? Das Bad ist sauber. Mehr interessiert die Frauen doch gar nicht. Naja, wir brauchen noch Getränke, vielleicht ein bisschen Knabberzeug. Okay. Und noch einen guten Eindruck hinterlassen. Haben Sie schon was getrunken? Ich hab's versucht. Das glaube ich ja nicht. Andi. Aber sonst geht's dir gut, ja? Was soll das jetzt? Wir sind keine 24 Stunden voneinander getrennt. Und du tauchst hier mit deinem neuen Stecher auf. Das ist los. Wenn du schlau bist, dann belässt du es bei dem One-Night-Stand. Andi? Bella reißt dir nämlich früher oder später das Herz raus und spült es das Klo runter. Darf ich vorstellen? Mein Partner Andreas Fritsche, unser neuer Kunde Herr Robert. Okay, was machst du noch mal beruflich? Ich bin Floristin. Schön. Schon mal einen Nagel in die Wand gehauen oder eine Säge in der Hand gehalten? Ja. Wusste ich's doch. Immer alles schon alleine machen. Nie helfen lassen. Ihr Frauen seid doch sowieso die besseren Handwerker. Männer stören da nur, hä? Wir melden uns. Okay. Die ist nix. Wir hatten bisher immer eine gemeinsame Haushaltskasse. Wegen Putzmittel, Lebensmittel und so ein Kram. Ist das okay für dich? Ja, klar. Natürlich ist das okay für dich. Guckst du auch Fußball oder sowas? Ja. Wann habt ihr Frauen eigentlich angefangen, Fußball zu gucken?
Kann man denn gar nichts mehr ohne euch machen? Ne? Ihr denkt wahrscheinlich, das könnt ihr auch besser als wir. Warum bleibt ihr nicht bei eurem Yoga und lasst uns damit in Ruhe? Wann könntest du denn theoretisch bei uns einziehen? Du siehst gut aus. Hast du auch einen Namen? Isa. Ach, und das kommt von Isabel und du heißt Bella oder was? Nein, nur Isa. Wollt ihr mich jetzt eigentlich alle verarschen? Sascha braucht sich gar nicht so viel Mühe zu geben. Von den Weibern kommt keine in Frage. Vielleicht, weil du ein Frauenproblem hast. Ich? Die Weiber haben doch ein Problem mit mir. Andi, ich kann verstehen, dass dir das alles wehtut. Nach unserer Trennung, da war ich froh, dass Christian in England gearbeitet hat. Warum fährst du nicht ein paar Tage weg? Nimmst den Igel mit, kriegst einen freien Kopf. Danke, ich hab das im Griff. Hat. Ja, super. Das Casting ist durch. Wir haben die Daten von allen Bewerberinnen mal aufgenommen. Können wir später ja drüber gucken. Ja, die letzte war richtig cool. Die war so ein Kumpeltyp. Ja, ist doch super. Dann die nächste. Andi, so wird das nicht. Dir geht schlecht, weil du Liebeskummer hast. Das ist keine Schande. Das ist völlig normal. Ja, und wenn du weinen willst, lass es raus. Das ist völlig in Ordnung. Wir sind ja Kumpels. Ach, und genau darauf habe ich keinen Bock. So, ich sehe doch besser aus als Olli. Davon träumst du aber im nächsten Leben. Ja gut, aber dann hätten wir das wenigstens geklärt. Was denn? Frau Vukovic, kannst du mal dein Hirn anschalten? Wir können das Andi nicht zumuten. Jede Frau wird ihn irgendwie an Bella erinnern. Die haben alle zwei Augen, eine Nase, zwei Arme, zwei Beine, zwei Titties. Hast du gerade Titties gesagt? Hab ich. Gut, und damit ist das entschieden. Unser nächster Mitbewohner wird ein Mann. Hey, hi. Ich weiß, ihr sucht eine coole Mitbewohnerin, aber ich bin durchaus bereit, meine weibliche Seite für euch zum Schwingen zu bringen, wenn ihr mir die Chance dazu gebt. Kannst du Gedanken lesen? Ich würde mir gerne euer Zimmer anschauen. Es muss hell sein, das ist ganz wichtig für mich. Wer sagt denn überhaupt, dass wir dich nehmen? Ja, warum nicht? Also ja, nein, hä? Ich zeig dir erstmal mein Zimmer. Man sieht sich.